Herzlich willkommen bei den Leipziger Stadtimkern. Mir wird heute die ehrenvolle Aufgabe zuteil, euch mitzuteilen, dass unsere Homepage heute online gegangen ist. Uns findet ihr jetzt unter www.leipziger-stadtimker.de. Genau, das Minus natürlich nicht ausschreiben, sondern das Zeichen setzen. Der erste Honig bei uns ist abgefüllt. Steve zeigt euch mal unsere selbst kreierten Etiketten. Auf diesem Weg ein Dankeschön an Kevin. Derjenige weiß, dass er gemeint ist. Und dann haben wir heute noch bei uns im Garten die Arbeit der Bienen geerntet. Rote Erdbeeren, weiße Erdbeeren, kleine weiße Erdbeeren und Walderdbeeren. Walderdbeeren, ja. Also die haben ihre Aufgabe gut gemacht und machen sie auch noch gut. Heute gibt's wieder mal ein Video. Wir waren gestern schon fast alle Ableger durchschauen, haben das natürlich nicht gefilmt, weil das Wetter nicht mitgespielt hat. Die Sonne hat geschienen, dann hat es wieder geschüttet, wie aus Eimern. Dann war wieder die Sonne da 2 Minuten und wieder 5 Minuten Regen. Da haben wir das sein gelassen und haben das nicht gefilmt. Neues gibt es eigentlich nicht. Wir haben alle erweitern müssen. Es war wieder schön Wildbau vorhanden, wo Honig eingetragen war. Das haben wir abgemacht. Das liegt jetzt im Kühlschrank. Da werden wir immer mal reinbeißen und uns das zu Gemüte führen. 3 oder 4 sind jetzt schon auf einer Zarge. Das waren die Ableger von Anfang Mai. Und die anderen Ableger werden spätestens in 2 Wochen, denken wir, auch eine Zarge voll besetzen. Dann weitere 2 Wochen warten, dann kommt die zweite Zarge drauf. Ja, je nachdem, also man muss halt immer sehen, wie sich jedes Volk entwickelt. Die sind ja nicht alle gleich. Daher das heutige Video von unseren Wirtschaftsvölkern. Wir werden alle 4 Wirtschaftsvölker durchschauen, Schwarmkontrolle machen und auch 2 Ableger. Der eine Ableger ist der, den wir Ende Mai etwas stärker gebildet hatten, der dann an einen Kumpel von uns geht. Da müssen wir auch die Königin zeichnen und die Milchsäurebehandlung durchführen. Ansonsten ganz normal Schwarmkontrolle, alle Waben ziehen, durchschauen. Wir hatten ja letzte Woche schon gemerkt, dass die Schwarmstimmung relativ weit abgeklungen ist. Ein Volk war noch so unschlüssig, ob es noch Spielnäpfchen bestiftet oder nicht. Ja, da schauen wir halt wieder durch. Das Wetter ist wieder schlecht. Oder was heißt schlecht? Nicht das Beste. Es regnet nicht, aber es ist ein bisschen Wind und wolkig. Ja, unsere Website, hat Steve ja gesagt, ist online heute. Wir hatten euch ja versprochen, dass es in diesem Monat noch passieren wird. Jetzt ist es soweit. Auf dieser Website habt ihr noch ein paar Informationen über uns, über die Bienen. So ein bisschen allgemeines Blabla. Und es besteht auch die Möglichkeit, dass ihr dort unseren Honig erwerben könnt. Die Frühtracht ist wie gesagt zum Teil abgefüllt, also die Hälfte ist jetzt abgefüllt. Kontaktiert uns einfach über diesen Bestellanfrage-Button und dann könnt ihr unseren leckeren Leipziger Honig verschlingen, vermutlich, weil der ist wirklich gut. Schön cremig gerührt. Ja, gut. Jetzt geht's für euch zu den Völkern. Das Begrüßungsvideo haben wir jetzt wieder im Nachhinein gedreht. Wenn es erstmal nichts mehr gibt,
Schaut euch das an. Viel Spaß dabei. Wir hatten auch einen Kommentar, dass wir, um ein vollwertiger Kanal zu werden, doch mehr von den Wirtschaftsfolgen bringen sollten. Das ist jetzt ein Video dazu. Danke für die Anregung. Problem ist halt bei den Wirtschaftsfolgern jetzt im Sommer, es steht nicht so viel an. Wir werden mal sehen. Vielleicht wird es dann nächstes Jahr eine Playlist geben, quasi immer ein und dasselbe Wirtschaftsvolk durchs Jahr. Also quasi vom Frühjahr bis zum Winter, was da alles stattfindet, müssen wir mal sehen. Viel Spaß mit den Bienen. Wir sehen uns gleich wieder. Wir hoffen, es wird nicht so lang, das Video. Also bis gleich. So, jetzt sind wir hier bei unserem Ableger. Den hatten wir gebildet Ende Mai. Und zwar ein bisschen stärker, weil das ist der dann zu unserem Kumpel geht, der ja dringend auf das Volk wartet. Schauen wir rein, die Königin müsste geschlüpft sein. Hier müssen wir noch schnell sagen, wir hatten vor 14 Tagen oder vor einer Woche reingeschaut, da waren 6 Meißelzellen. 3 davon haben wir ausgebrochen und 3 haben wir stehen lassen, die größten. Könnt ihr sehen, dass die schön Futter eintragen, weil die Wabe war leer. Ich hatte dich unterbrochen. Ja, die größten sind stehen geblieben. Jetzt gucken wir, was draus geworden ist. Die Mittelwand wird noch nicht ausgebaut. Hier oben ganz, ach doch, da ganz oben. Wenig. Ja, normalerweise schauen wir nicht nach. Also bei unseren Einwabenablegern erst nach den 3 Wochen. Hier haben wir das aber gemacht, weil wir hier ja mehrere Brutwaben eingehangen hatten. Und da nicht wollten, dass irgendwas schief geht. Werden hier dann noch die Milchsäurebehandlung durchführen, damit diese milden Arme ins Jahr starten, wie wir das immer so schön sagen. Eine weiße Zelle ist hier offen. Das heißt, die Königin ist hier irgendwo vorhanden. Wenn alles gut kommt, finden wir die auch. Und können die dann direkt zeichnen. Siehst du die hier oben? In der Mitte relativ leer. Da haben wir sie gefunden. War also noch nicht ausgeflogen. Jetzt fangen wir sie wieder ab, um zu zeichnen. Das ist wieder Dominiks Aufgabe. Hat sie schon gefangen? Werden jetzt gleich die Milchsäurebehandlung mit durchführen. Schön, wa? So, jetzt kommt sie wieder ins Volk.
Jetzt sind wir bei dem ersten Wirtschaftsvolk. Die Honigbäume haben wir abgenommen. Und Steve ist jetzt bei der Durchsicht, also Schwarmkontrolle vom ersten Brutraum. Waren wieder Spielnäpfchen an der Nase, sind aber alle leer. Von daher ungefährlich. Steve macht ja auch gerne mal Spielnäpfchen tot. Ja. Das habt ihr das gesehen im Video oder hatten wir das rausgeschnitten? Nein, das war mit drin. Das war mit drin. Also Steve macht die Spielnäpfchen tot. Ja. Die hat es aber auch schön wieder bis am Rand gestiftet. Das Schlechte an den Imkeranzügen ist, wir haben hier ja so leckere Walderdbeeren. Man kann die nicht essen, weil man ja das Netz davor hat. Ja, das ist immer zu viel Arbeit. Aber da ist die Vorfreude wenigstens ganz groß. Ein schöner Thronrahmen, oder? Lohnt sich zum Ausschneiden. Schaut auf beiden Seiten gut ausgebaut und verdeckelt. Genau der richtige Zeitpunkt. Ich zeige euch nochmal den Thronrahmen von nah. Ihr wisst, meine Videokünste sind nicht die besten. Schön durch verdeckelt. Das siehst du erst recht nicht auf Scharf. Verdeckelt von beiden Seiten. Wird vermutlich jetzt auch das letzte Mal sein. Frisch bestiftet, neue Larven. Also das Volk sieht gut aus. Zumindest was man bis jetzt beurteilen kann. Wieder ein Spielnapf, aber der ist nicht bestiftet. Auf der anderen Seite ist auch noch einer. Einfach wegmachen. Ein gestifteter Spielnapf wäre auch eine Schwarmzelle. Heute ist ja übrigens auch der rechnerische Höhepunkt bei den Bienen. Der 21. Juni. Sommersonnenwende. Bis heute entwickelt sich theoretisch. Hier ist die Königin, ich weiß nicht, ob es Dominik ranholen kann. Ah, ja, meine Aufgabe. Also seid nicht böse, ich probiere. Ihr müsst höher, 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 höher. Und irgendwo da ist eine Königin. Ihr seht den grünen Punkt, ja. Das muss euch reichen. Jetzt muss ich natürlich wieder irgendwie zurück. Warst du ganz zurück? Ja. Gut, dann fangen wir jetzt wieder ab. Ja, um nochmal zurückzukommen, bis zum 21. Juni entwickeln sich die Völker und dann geht es wieder abwärts, heißt es wird weniger Brut angelegt und allmählich werden dann die Winterbienen herangezogen. Aber in der Stadt, haben wir gemerkt, entwickeln sich die Völker noch wesentlich länger als bis zum 21. Juni. Was natürlich nicht nachteilig ist. Problem ist dann halt nur oder nicht Problem. Man muss halt bei der Varroa-Behandlung dann wieder Acht geben.
Aber da hatten wir bisher keine Probleme. Ich hab den nicht wieder ranbekommen. Ich weiß natürlich auch nicht, wie dazwischen bin. Die Königin lassen wir jetzt den ganzen Eingriff über in ihrem weißen Abfangclip. Damit, wenn wir irgendwo vielleicht Fehler machen, weil unaufmerksam sind, nicht doch irgendwo die Königin zerquetschen. Das wäre zu der Zeit wirklich schlecht. Die würden sich zwar eine neue nachziehen, aber wir hatten euch ja schon bei der Ablegerbildung gesagt, bis die dann geschlüpft und begattet und in Eilage ist, das dauert recht lange. Und ihr jetzt bestellte Königin kommt, dauert es ja auch lange, weil Deutsche Post streikt ja, wie ihr ja sicherlich schon mitbekommen habt. Aber unabhängig davon bekommt man jetzt eigentlich gar keine oder fast gar keine Königin mehr in einem Shop zu kaufen. Ausverkauft. Die wollen ja immer Vorbestellung, am besten schon ein Jahr vorher. Kurz nochmal, kaum ist er ausgeschnitten gewesen, fangen sie gleich wieder an sich herzuhängen und wollen ausbauen. Und hinter Steve könnt ihr wieder diese hübschen bunten Blümchen sehen. Das sind Bartnelken. Oder wie wir hier in Sachsen sagen, Bitschelnägen. Wie du als Sachse sagst, ich nicht. Bist ja auch kein ursprünglicher Sachse. Nee. Ja, das bietet den Bienen natürlich wieder reichlich Pollen. Wir in Thüringen sagen dazu auch Bartnelke. Ja, wir auch. Nee, du nicht. Hier habt ihr eine Konfetti-Schachtel. Versuch mal das ranzuholen. Gut. Für mich war es scharf. Die Seite sieht natürlich genauso aus. Brutfeld. Hier liegen wieder neue Stifte drin. Ja, wir haben beobachtet, dass die Königin irgendwie immer erstmal einen Brutraum voll stiftet und dann in den anderen wechselt. Also die hat da wohl ihr Konzept. Vielleicht bekommt sie an ihrer Weißelzelle auch eine Anleitung für das richtige Bestiften mit reingelegt. Sie hat ja da etwas Zeit, sich das anzuschauen. War natürlich jetzt ein Scherz. Ne? Alle haben gelacht. Ja, wie es immer so ist mit dem Smoker, ne? Wenn man ihn braucht, will er nicht. Aber jetzt. Geht's wieder los. Honigräume haben wir wieder abgenommen. Jetzt schauen wir mal, was hier fahren ist. Sieht hier schon bis an den Rand Brut und wer dort ist hier? Dort ist die Königin. Es ging ja schneller als gedacht.
natürlich. Schlecht, wenn die auf der Randwabe sitzt, weil die ist natürlich immer schlechter rauszubekommen. Ja, schauen wir mal durch. Steve macht wie so eine Aufnahme von weit weg. Und damit du auch drauf bist. Damit ihr mein kritisches Gesicht seht. Aber ich kläre euch den Rücken zu. Spielnäpfchen, Stifte, Futter, Pollen, lieber zweimal hinschauen, wäre schlecht, wenn das Volk jetzt noch absperren. Maden, verdeckelte Brut, Spielnapf. Ich finde dann bestimmt wieder meinen Spielnapf, der immer wieder ausgebaut wird. Der Nierenspielnapf. Könnte man auch stehen lassen. Wir machen die trotzdem mit Steve seinen Worten tot. Weil da ist quasi noch ein bisschen Zeit, bis sie das wieder, also wenn die jetzt schwärmen wollten, müssten sie den ja quasi erst wieder aufbauen. Wenn wir den stehen lassen würden, könnte die Königin direkt stiften. Könnt ihr mal eine ganze Reihe sehen. Einfach nur zugedrückt. Alles ungefährlich. Ist nichts drin. Ihr seht auch, die Königin hat noch einen guten Duftstoff. Weil die Bienen ziehen sich alle dorthin. Auch alles bestiftet. Ich habe noch eine Zelle gefunden. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schön das Arbeiten ist mit frisch gewaschenen Handschuhen. Nichts klebt. Kein Honig ist dran, sodass die Bienen da relativ häufig auf dem Handschuh rumklettern. Dominik, seine Handschuhe sahen gestern sehr schön aus. Da waren wir, wie gesagt, bei den Ablegern. Und aufgrund des schlechten Wetters, es hat mal geregnet und dann 5 Minuten war Regen frei und dann regnet es wieder. Dann war uns das nicht so geheuer, mit der Kamera draußen rumzulaufen. Da haben wir das diesmal ohne gemacht, denn er musste wieder Wildbau entfernen. Und der war wieder voll mit Honig und seine Handschuhe sahen natürlich dann noch dementsprechend aus. Glänzten voll Honig und klebten. Und seine Laune war natürlich auch wieder im Keller. Nö. Überhaupt. Kleiner Scherz. Ich war tiefenentspannt. Ja, ja. Nicht? Ich glaube da draußen jetzt niemand. Doch. Weil du das nicht glaubhaft rüberbringst. Also hier ein schönes Putzbrett, schön geschlossen. Auch die Königin kann gut und gerne noch ein Jahr hier drin bleiben. Die ist aus dem Jahr 2014.
also quasi im letzten Jahr. Da haben sie bis jetzt immer 2 Jahre drin gelassen oder wollten sie 2 Jahre drin lassen. Wir werden sehen, dass wir das jetzt vielleicht auf 3 Jahre ausbauen. Aber das müssen wir sehen, wie die Leistung der Königin ist, ob die nachlässt. So, ich müsste den Akku wechseln. Aber jetzt bin ich wieder hier. Der gute alte Akku, ja. Pullen ohne Ende. Wie sich das für Stadtbienen gehört. Finden ja hier genug. Ja, und ihr hört, die schwirzeln heute viel, viel mehr rum. Es gefällt ihnen nicht so, dass man die aufmacht bei dem Wetter. Unterer Brutraum auch Brut. Arbeiten. Trotzdem aufpassen, dass man keine Bienen quetscht. Frische Stifte, Maden, weiße Specher bzw. Spielnapf. Den hatte ich letzte Woche auch entfernt. So, jetzt sind wir hier beim Ableger. Steve arbeitet. Ich muss hier irgendwie filmen. Also seht mir nach, wenn es nicht so gut aussieht. Wann wir den Ableger gebildet hatten, blenden wir euch ein. Er sitzt schon auf einer kompletten Zarge. Pollen und... Ach, jetzt hab ich bestimmt bloß die Füße gefilmt oder so. Ich fülle euch mal an. Ich kann euch nicht sagen, scharf ist es bestimmt nicht. Ja, schneiden das Ding irgendwie zurecht. So, wieder zurück. Hier ist die Königin oben rumgerannt. Sie lief gerade über die Rähmchen-Oberseite des anderen Rähmchens. Da seht ihr die Königin mit blauem Punkt. Schönes Brutfeld. Die fangen wir nicht ab, weil mit einer Zarge ist das immer relativ übersichtlich. Und ja, man kann da gut aufpassen, ob man die Königin erwischt oder nicht. Oder wo die sich gerade befindet. Ein wunderschönes Brutfeld. Das ist übrigens die Königin, unsere kürzeste Königin und kleinste Königin. Da hatten wir ja Bedenken, dass das irgendwie negative Auswirkungen haben könnte. Aber sie sieht ja richtig top aus. Eine ausgebaute Mittelwand. Alles bestiftet. Da haben wir jetzt schon 1, 2, 3. Die dunkle war die bestiftet. Bitte? Ja. 4, 5. 5 Brutwaben. Sechs Brutwaben.
habe ich denen den Eingang zugestellt mit der Rabe. Die haben das ist schlecht. Auf der linken Seite. Das ist nur eine ausgebaute Mittelwand, hier ist noch nichts. Also quasi 6 Brutwaben von 11. Eine Mittelwand, die wohl noch bestiftet wird. Warten wir noch 1-2 Wochen ab und dann können wir hier die zweite Brutraubenzarge draufstellen. Futter haben sie ausreichend. Pollen und Futter. Pollen und Futter. Die andere Außenwabe ist eine reine Futterwabe, die hole ich jetzt nicht raus. In diesem Sinne sind wir hier fertig. So, jetzt sind wir nochmal bei einem anderen Volk. Hier zeigen wir nur mal kurz Sequenzen, damit das Video nicht ganz so lang wird. Das wird sowieso ja mal, wieder relativ lang. Wir wollten ja mal ein kurzes machen, aber das klappt bei uns irgendwie mal nicht. Auch hier überall Stift, also im Endeffekt sind die Bilder alle relativ gleich. Viel Brut, Brut in allen Stadien, Stifte. Gesundheit. Danke. Ausreichend Futter. Honig, ordentlich vorhanden, also die Sommertracht wird vermutlich besser ausfallen als die Frühtracht. Ja, so geht es jetzt hier weiter. Obere Brutraum zu Ende, dann untere Brutraum. So, während ihr jetzt bei den Bienen wart und alles ordentlich verfolgt habt, haben wir hier die Erdbeeren aufgegessen. Das stimmt nicht. Ordentlich geteilt, abgewogen, abgezählt. Ja, wie ihr gesehen habt, alle Völker durchgeschaut. Es war jetzt nichts Auffälliges. Der Ableger entwickelt sich gut. Bei dem Ableger für unseren Kumpel warten wir drauf, bis die begattet ist. Dann geben wir der noch 2 Wochen und dann geht er weg. Ja, die Honigräume sind relativ gut gefüllt. Es wird vermutlich mehr sein als bei der Frühtracht. Die Linden blühen jetzt schon, ein Teil geht noch in Blüte. Ja. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut die einfach unten in die Kommentare rein oder schreibt uns an. Ihr könnt uns jederzeit gerne anschreiben über kontakt@leipziger-stadtimker.de. Die E-Mail-Adresse wird nochmal eingeblendet. Das macht alles Steve, ne? Er ist ja hier der Profi. ja, verfolgt uns auf Facebook, da gibt es ab und zu mal ein paar schöne Bilder von und mit den Bienen. Und ansonsten drückt den Like-Button, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Der Hinweis auf die Werbeanzeigen, wie immer, klickt da einfach mal drauf, lasst sie bis zum Ende durchlaufen. Wir werden dadurch nicht reich, aber können die Videos verbessern. Ich glaube, heute mit dem Wind müssen wir mal sehen, ob ihr uns da gut verstanden habt. Anregungen, Wünsche, Kritik, gibt keine Kritik, oder? Doch, Kritik auch gerne in die Kommentare oder direkt an uns. Ja, in diesem Sinne, wenn es nichts weiter zu sagen gibt, Steve ist heute wieder ganz ruhig. Nein, aber du erzählst ja immer. Jetzt wagst du nicht zu schmatzen. Gut, also in diesem Sinne hoffen wir, dass ihr Spaß hattet.
Und das nächste Video wird kommt bald und wird kürzer. Also dann, macht's gut. Summ. Summ.